Kommen wir nun zu ein paar Praxistests. Kletterseil und mal durchziehen. Wichtig natürlich vom Körper weghacken. Wenn man mit diesem Messer also zustechen sollte, man kann sich wie mit einer Machete den Weg freischlagen und hacken. Hey Leute, ich bin's Fritz und heute geht's um das legendäre KM2000 Kampfmesser der Bundeswehr. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn es gibt wieder ein Giveaway. Ihr könnt da draußen eins dieser Messer gewinnen. Da es sich um ein Produkt geht, ist oben vorsichtshalber wieder Werbevideo eingeblendet. Und wen nochmal interessiert, was ich alles so in dem Video verwende, wie das Messer heißt, die ganzen Preise und so weiter, schaut unten in die Videobeschreibung, dort ist wieder alles verlinkt. Bevor wir uns das Messer im Detail angucken, eine Sache gleich vorweg. Einige können sich schon denken, worauf ich hinaus will. Und zwar haben wir hier ein feststehendes Messer mit einer Klingenlänge von über 12 cm. Das heißt, laut § 42a Waffengesetz ist dieses Messer nicht frei zu führen. Es geht dabei nicht um den Besitz. Also ihr könnt das Ganze besitzen und auch zu Hause haben. Ihr könnt es auch auf eurem privaten Grundstück benutzen, aber theoretisch nicht im öffentlichen Raum. Dort gibt es allerdings einige Ausnahmen. Zum Beispiel für Foto- und Filmaufnahmen, aber auch für den allgemein anerkannten Zweck. Jetzt ist die Frage, was ist der allgemein anerkannte Zweck? Mit dem Ding durch den Supermarkt laufen ist definitiv keiner. Als Jäger so ein Messer dabei zu haben, schon. Als Soldat auch. Als Bushcrafter kommt eventuell auf den Richter drauf an, kommt auf die Situation drauf an, auf den Polizeibeamten. Auf jeden Fall, wenn ihr euch dafür interessiert, setzt euch nochmal genau mit dem § 42a auseinander, fragt zur Not irgendwie nochmal nach und recherchiert dann ein bisschen. Das Ganze ist hier keine Rechtsberatung und es kann auch gut sein, dass ich einige Sachen vielleicht gerade ein bisschen falsch formuliert habe. Das heißt, sucht euch da wirklich einen Fachmann, der sich rechtstechnisch damit auskennt, wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt. Jetzt gucken wir uns das gute Stück aber mal ein bisschen in Ruhe an. Und zwar, so wird das Ganze geliefert, das heißt mit einer passenden Scheide. Wir haben hier oben einen Clip, um das Ganze nochmal ein bisschen zu sichern. Und das Messer steckt hier wirklich gut drin. Ist eine Kunststoffscheide, aber ein sehr, sehr robuster Kunststoff und hat hier eine Metalleinlassung. Und hier fällt nichts raus. Ja, also auch wenn man das über Kopf trägt, hier Bewegungen drin sind, das sitzt absolut fest. Und man kann das Messer sowohl so rum drin haben, als auch gedreht. Bei vielen Scheiden muss man so ein bisschen darauf achten, wie rum man das Ganze reinmacht, weil es nur in eine Richtung passt. Hier passen beide Seiten, das finde ich auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Wir haben auf der Rückseite ein Molle-System. Ja, kennt ihr, kann man durch verschiedene Sachen durchschlaufen, an Plattenträgern, an anderer Ausrüstung, Legbase und so weiter. Das ist halt ein Verbindungssystem, wo man das Ganze hier so durchschlauft und dann wieder fixiert. Aber wir haben auch hier noch zwei größere Öffnungen, mit denen wir das Ganze zum Beispiel auch am Gürtel tragen können. Lässt sich ganz einfach hier durchschlaufen, wir haben hier wirklich richtig Platz. Das heißt, hier passt wirklich auch ein größerer militärischer Gürtel durch, wie ich ihn manchmal nutze mit einer dickeren Schnalle. Das ist wirklich ausreichend. Jetzt kann man das Ganze hier gut tragen, kommt natürlich auch gut ans Messer ran und kann jetzt, wie am Anfang schon gezeigt, das Ganze nochmal hier fixieren mit so einem Druckknopf, damit das Ganze nicht baumelt. Kann es hin und her schieben und kann diesen Druckknopf natürlich auch rauslassen, kommt man schneller ran. Lässt sich auf jeden Fall gut bedienen. Durch diese zweite Schlaufe, die wir hier unten haben, könnte man das Ganze noch mit einem extra Riemen jetzt wirklich am Oberschenkel befestigen. Wenn einen dieses zur Seite wackeln hier irgendwie stört, kann man das nochmal richtig am Körper festmachen. Aber ich trage es meistens so. Wenn wir diesen Klettverschluss hier lösen, kommt eine kleine Platte zum Vorschauen, so leicht Silber. Das kann man zum Nachschärfen nehmen. Ja, wenn man jetzt wirklich im Feld mal ein bisschen schärfen will, hat man hier die Möglichkeit für. Ist nicht allzu groß, aber reicht auf jeden Fall dafür aus. Hier hinten ist auch nochmal ein Druckknopf, den man lösen kann. Und hier vorne ebenfalls. Das heißt, wer das Ganze ganz ohne so ein Molle-System nutzen will, kann es auch einfach so benutzen. Hier unten ist nochmal ein Stück Schnur dran, oben in der Öse befestigt. Das könnte man jetzt auch nehmen, um das nochmal irgendwie zu fixieren, damit es nicht abfällt. Oder man kann es um den Oberschenkel wickeln. Man hat ein Stück Schnur dabei, wie man möchte. Ich wickel das hier meistens rum und habe es halt direkt an der Scheide mit verankert. Die verschiedenen Materialien, also der Stoff, der hier verbaut ist, wirkt wirklich sehr robust. Also das ist wirklich richtiges, dickes Gurtmaterial. Erinnert mich so ein bisschen an Bundeswehrausrüstung, an die Koppel zum Beispiel. Also das ist, glaube ich, unkaputtbar. Auch das hier wirkt sehr, sehr stabil. Also nichts, was jetzt so typisch billig irgendwie ausfranst, sondern das ist, das ist robust. Das Messer an sich hat wirklich eine beachtliche Größe und Länge. Also wer mit normalen Bushcraft-Messern bis, sage ich mal, 11, 12 cm arbeitet, der wird hier merken, boah, hier habe ich ein kleines Schwert, einen kleinen Dolch in der Hand. Was natürlich sofort auffällt,
ist die Klinge an sich mit diesem Tanto-Schliff, nennt man das, glaube ich, vorne. Also wenn das so angespitzt ist. Diese Riffel sind dafür da, damit man auch Seile sehr gut und schnell durchschneiden kann. Das testen wir natürlich auch alles gleich. Bin mir nicht zu 100% sicher, aber meiner Meinung nach hat das wirklich, dieser Tanto-Anschliff, den Hintergrund, dass er besser zum Kämpfen zu gebrauchen ist. Und damit besser auch durch Kleidung, durch Stoff durchschneiden zu können. Das Ganze ist natürlich ein Full-Tang-Messer. Der Stahl geht wirklich hier einmal durch den Griff durch. Kommt hier hinten raus und hier haben wir dann so eine Art Glasbrecher oder Druckpunktverstärker genannt. Damit könnte man dann halt eine Scheibe zum Beispiel einschlagen oder irgendwelche anderen Sachen zertrümmern. Hier hinten ist nochmal eine Öse dran für ein eventuelles Fangband, wer sowas gerne nutzt. Und was natürlich auch noch typisch für ein Kampfmesser ist, sind diese Nasen, nenne ich sie jetzt einfach mal, die halt wirklich einen sehr, sehr guten Griff geben. Wenn man mit diesem Messer also zustechen sollte, ja, das kann natürlich auch irgendwo in ein Stück Holz sein, zum Aufhebeln, in eine Tür, in ein Fenster, dann hat man hier einen wirklich guten Griff, ja, weil der Druck geht natürlich hier hin und die Gefahr ist, dass man jetzt vom Griff abrutscht hier in die Klinge rein. Die große Frage ist natürlich immer, wofür nutzt man das? Braucht man das nicht? Das muss im Endeffekt dann jeder für sich selbst entscheiden. Ansonsten sind hier noch so ein paar Rillen drin für einen besseren Halt einfach. Kommen wir nun zu ein paar Praxistests. Wichtig, das Ganze ist natürlich normalerweise ein Kampfmesser, ja, und dafür auch entwickelt und designt worden. Ich werde das aber eher aus dem Bushcraft-Survival-Aspekt betrachten und die Tests durchführen, weil das ist mein Aufgabenbereich und dafür will ich einfach gucken, ob sich dieses Messer dafür auch eignet. Woran denkt man natürlich immer gleich bei einem großen Messer? Man kann sich wie mit einer Machete den Weg freischlagen und hacken. Wichtig natürlich vom Körper weghacken. Ja, das hat funktioniert. Wäre mit einer Säge natürlich deutlich einfacher gewesen. Wir probieren mal den hier, der ein bisschen fester ist. Ja, das geht deutlich besser. Wenn wir keine Vibration hier drin haben, dann geht die Kraft natürlich direkt ins Holz. Und da muss ich sagen, das funktioniert richtig gut. Also das Hacken funktioniert richtig gut, liegt natürlich am vorhandenen Eigengewicht, das wir haben und natürlich auch an der Länge. Realistisch gesehen, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich trotzdem immer eher die Säge nehmen, weil es einfach effektiver ist. Wenn man jetzt vielleicht eher an den Survival-Bereich denkt und sagt, ich kann jetzt nicht alles noch mitschleppen, noch eine Axt, noch eine Säge und so, dann ist so ein Messer auf jeden Fall deutlich effektiver als irgendwie so ein kleines Schnitz-Bushcraft-Messer. Ja, da kann man hier mehr mitmachen. Zweiter wichtiger Test, natürlich Betoning. Schlagknüppel und hier mal ein Unterarm großes Stück, ihr seht selbst, das wäre so ein klassisches Holz, wo man sagt, ja komm, das kriege ich gerade noch so gespalten, vielleicht auch mit meinem Mora. Ja, gucken wir mal, wie sich das hier schlägt. Ich bin sehr zuversichtlich. Durch die dicke Klinge haben wir natürlich auch gleich eine kleine Spaltwirkung, die hier recht gut ist. Und hier geht das Ganze schon auseinander. Ja, funktioniert einwandfrei. Da verkantet sich nichts, kann man schön ein bisschen Anzündholz machen. So, jetzt ist ja aber die große Frage der Fragen. Kann das KN2000 noch mehr? Ihr wollt einen Extremtest? Ihr kriegt einen. Das ist jetzt wirklich ein dickes Stück. Puh, keine Ahnung. Ja? Hier, beide Hände drumherum. Und ich glaube, wir sind uns gemeinsam einig, dass wir dieses Ding mit einem Mora-Messer oder sowas nicht mal andersweise durchkriegen. Da brauchen wir definitiv eine Axt für. Die Frage ist, wie weit kommen wir hier? Ihr seht schon, das Messer guckt auf jeden Fall ein Stück drüber. Ich würde es mal schätzen, dass wir hier schon bei 10, 11 cm im Durchmesser sind. Leute, wie Butter, geht durch. Betoning-Test auf jeden Fall sowas von bestanden. Was man ja auch draußen immer mal wieder hat, ein Stück Schnur, die man irgendwie zerschneiden muss. Sollte mit diesen Reißzähnen hier unten wirklich gut gehen. Ich mache als Test erstmal nicht die Reißzähne, sondern die Schneide. Ja, dann merkt man schon, okay, geht durch, aber nicht ganz so. Könnte ich wahrscheinlich auch mal wieder nachschärfen. Noch mal ein zweiter Test hier oben an der Schneide. Ja. Mit ordentlich Druck kriegt man das auch durch. Jetzt die Frage, wie verhalten sich die Reißzähne?
Das geht, das ist ein himmelweiter Unterschied. Und wenn ich hier langsam raufgehe, das schneidet sofort durch. Durch diese angeschliffenen Zähne kriegt man halt Seile wirklich in Sekunden durchgeschnitten. Und ich kenne euch, ihr wollt natürlich auch einen Extremtest, weil Paracord, ja, kriege ich selbst mit meiner kleinen Nagelschere durchgeschnitten. Aber wie sieht's denn mit einem dicken 11 mm starken Kletterseil aus? Ich glaube, die Schneide hier oben brauchen wir gar nicht probieren. Ja, da kriegt man es durch Hacken vielleicht durch. Aber die Frage ist, wie sieht's mit den Reißzähnen aus? Jetzt gucken wir mal. Krass! Das ging richtig easy. Nochmal die Reißzähne probieren hier. Zack! Und das Ding ist in einem Atemzug durch. Ich muss sagen, das überrascht mich jetzt selbst ein bisschen. Also da hätte ich nicht dran gedacht, dass es wirklich so butterweich durch ein extrem starkes Kletterseil durchgeht. Nächstes Szenario. Wie verhält sich das Ganze jetzt unter Spannung? So, keine Ahnung. So ganz blöd gesagt, stellt euch vor, man seilt sich irgendwie ab, hängt jetzt hier dran. Ja? Was gibt es jetzt für Varianten? Man könnte jetzt draufhacken. Halte ich nicht für sinnvoll, sondern man müsste einmal schnell durchziehen. Wir probieren es trotzdem mal mit dem Draufhacken, mit der vorderen Seite, also die ohne Reißzähne, ob da was passiert. Ne, da reißt der Außenmantel leicht ein. Hier sind ein bisschen die inneren Fasern schon angeschlagen, aber durchtrennt kriegen wir das dadurch noch nicht. So, nochmal Druck aufbauen, natürlich eine andere Stelle nehmen und mal durchziehen. In Sekunden. Ey, das ist so krass. Ohne Scheiß. Ich habe das Gefühl, ich setze es nur an. Und das Ding zerspringt schon. Also ich mach's mal ganz leicht einfach nur. Ja, jetzt sieht man richtig, wie das einschneidet. Man merkt richtig, wie sich das durchfrisst. Jetzt natürlich die große Frage. Brauche ich das? Wende ich das irgendwie an? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich im Bushcraft-Bereich, nein. Ja. Im Survival-Extrem-Bereich, ich hänge irgendwo an der Klippe, verkeile mich, habe dann zufälligerweise das Messer dabei. Ja, theoretisch. Den Sinn und Zweck dieses Durchtrennens von Seilen in extrem schneller Zeit sehe ich vielleicht wirklich maximal im Militärischen. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Ist eine coole Sache, dass es funktioniert, aber wirklich im Alltag beim Bushcraften oder so würde ich das jetzt nicht nutzen. Aber es macht trotzdem verdammt viel Spaß und es ist auch schön zu wissen, dass man ein Messer hat, das sowas kann. Was für mich viel wichtiger ist, sind gewisse Feinarbeiten. Ja, einfach mal ein kleines Stück Holz nehmen, mal einen improvisierten Hering draus schnitzen und was macht man als erstes? Vielleicht, je nachdem, was man sofort hat, erstmal die Rinde abmachen. Was sofort auffällt ist, hier vorne in dem Bereich hat man ja die normale Schneide und wenn man hier schnitzt, dann ist die Hand und die zu bearbeitende Fläche extrem voneinander entfernt. Das heißt, man hat hier wirklich einen großen Winkel. Wenn ich jetzt hier weiter rangehe, um ein bisschen mehr Kontrolle zu haben, dann bin ich die ganze Zeit bei den Reißzähnen, was ja, sich nicht so wirklich gut arbeiten lässt. Als kleine Zwischenlösung habe ich dann aber gefunden, mit dieser Schneide hier vorne zu arbeiten und das Ganze mit dem Daumen zu unterstützen. Also ich gehe dann hier ran und arbeite eigentlich ein bisschen aus dem Handgelenk raus. Ihr seht das jetzt ein bisschen besser und gleichzeitig aber auch mit dem Daumen. So kann ich auf jeden Fall auch mit der Klingenlänge feine Arbeiten durchführen. Man kann auch diese Reißzähne hier zum Schnitzen nehmen. Allerdings merkt man dann, dass man im Holz natürlich so gewisse Kerben kriegt. So, was brauchen wir natürlich? Eine Spitze. Hier könnte man natürlich wieder auch einfach das Ganze als Unterlage nehmen und sich diese Spitze irgendwie hacken. Es kommt natürlich auch nicht nur aufs Messer drauf an, sondern auch auf die gewissen Techniken, die man macht. Also zum Beispiel diese Rückentechnik hier, da hat man einfach viel mehr Wumms, viel mehr Power hinter und kriegt auch gut was abgetragen. Das ist wie beim Computer. Ja? Der Fehlerverursacher sitzt meist vorm Monitor und ist nicht dahinter. Ja, ein bisschen Detail hier wieder mit dem Daumen unterstützen. Ich muss sagen, dass ich es angenehmer finde, mit einem kleinen Mora-Messer als Beispiel jetzt wirklich so Feinarbeiten durchzuführen. Aber mit dem hier geht das auch. Brauchen wir noch eine kleine Verankerung natürlich für das eventuelle Seil. Was wirklich ganz cool ist, mit diesen Reißzähnen kann man auch ein bisschen sägen. Also jetzt nicht wirklich Holz durchsägen, aber zum Anmarkieren funktioniert das ganz gut. So, kann man damit jetzt Holz aufhebeln, ohne dass was bricht und verbiegt, ohne dass die Spitze abgeht? Ich bin generell nicht wirklich der Fan vom Hebeln, aber es funktioniert. Ich kriege hier schöne Brocken raus, kann es gleichzeitig wieder zum Hacken nehmen. Fazit zum KM2000. Es ist ein absolut
hochwertig verarbeitetes Messer und gerade die groben Arbeiten, das Hacken, das Spalten, ja, das Durchreißen von einem Seil, das macht wirklich Spaß und funktioniert einwandfrei. Die ganzen feinen Arbeiten gehen mit einem kleinen, filigraneren Messer deutlich einfacher. Hat jetzt nichts mit dem KM2000 an sich zu tun, sondern einfach mit der Größe des Messers an sich. Und für mich kommt es ganz klar auf den Einsatzzweck drauf an. Ja, was habt ihr vor? Geht ihr damit irgendwie auf die Jagd, Bushcraften, Survival ins Ausland, Fischen als Prepper, Fluchtmesser, was auch immer? Das müsst ihr für euch entscheiden. Seid ihr ein Fan von großen Messern, von kleinen Messern? Aber eins ist natürlich ganz wichtig, behaltet den Paragraph 42a im Hinterkopf. Jetzt wieder Zeit fürs Giveaway. Ihr könnt da draußen ein nagelneues KM2000 gewinnen. Was müsst ihr dafür machen? Erstens natürlich Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Zweitens Daumen nach oben natürlich da lassen. Und drittens, schreibt mal in die Kommentare, was für Messer mögt ihr am liebsten? Die Marke gern und natürlich auch warum. Eher ein kleineres Messer, größeres Messer. Schreibt da gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.